Hallo, die Feiertage liegen in der Luft und sind ganz nahe und vielleicht sind sie auch schon vorbei, wenn du dieses Video siehst. Vielleicht ist dann schon das Jahr 2020 da, vielleicht sind wir noch in den Rauhnächten, vielleicht siehst du es überhaupt erst Mitte Januar. Wie dem auch sei, ich danke für so viel Treue, Begleitung, Vertrauen, das du mir geschenkt hast in den letzten Monaten, und ich freue mich, dich, sie, euch auch wieder zu erleben, real oder auch virtuell mit einer E-Mail oder mit einer Anmeldung. Ich wünsche dir, ihnen, euch und auch mir selber eine wundervolle, eine magische, eine leichte Zeit zu Hause mit Kerzenschein, mit Plätzchen oder im Schnee oder wo auch immer du dich gerade wohlfühlst. Vielleicht gibt es auch jemanden, dem du gerade hilfst, dem du beistehst. Das ist alles gar nicht so lustig. Dann tust du was für dich und für die Person, an deren Seite du bist. Vielleicht gibt es auch Dinge, die dich beschäftigen, die du gar nicht so lustig findest, die dich beschweren. Denk immer dran, dass jeder Tag einen Abend hat und jede Nacht einen Morgen. Das ist nicht jetzt irgendwie wohlfeil gesagt, sondern von Herzen gemeint, und es kann manchmal helfen. Alles, was so auf uns zukommt, womit wir uns gerade befassen und vielleicht sogar herumschlagen müssen, ist etwas, womit wir lernen sollen, an dem wir uns reiben sollen und mit dem, also mit der Situation, wir dann wachsen dürfen. Das ist jetzt auch nicht einfach nur so dahingesagt. Ich habe in meinem Leben vieles erlebt, das genau damit zu tun hatte, und man kommt irgendwann wieder mit Hilfe auch, mit Unterstützung, mit Unterstützung von irgendwoher, die man sich vielleicht gar nicht erwartet hat, aus den Situationen heraus und wacht eines Morgens auf und es hat sich was verändert. In der Situation und in einem selbst. So, das waren jetzt, das klingt wie die Worte zum Sonntag. Ich wollte eigentlich nur sagen, oder ohne nur und ohne eigentlich, einfach eine gute Zeit wünschen, einen guten Start in dieses neue Jahrzehnt. Viele deiner Wünsche mögen sich erfüllen, je genauer du sie formulierst, aufschreibst, in den Raum gibst, desto größer ist die Chance, dass du das Richtige dafür tust, dass sie sich erfüllen. Ich wünsche alles, alles Gute und freue mich auf die nächsten Begegnungen. Ciao.